Die Entführung ereignete sich im Jahr 1997. Ich war damals 37 Jahre alt. Ich wachte mitten in der Nacht auf und konnte mich nicht bewegen. Rechts von mir standen zwei kleine Aliens. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich hatte absolut keine Angst. Dann schwebte ich über meinem Bett und glitt in Richtung des geschlossenen Fensters. Plötzlich lag ich jedoch auf einem kalten Tisch. Mit mir im Raum befand sich neben den beiden Aliens noch eine dritte, viel größere Kreatur, die bei meinen Füßen stand. Ich konnte besagte Kreatur zwar kaum ausmachen, aber mir fiel trotzdem wieder ein, dass sie mir 20 Jahre vorher schon einmal erschienen war. Damals hatte ich das Ganze jedoch nur für einen Albtraum gehalten. Mithilfe einer Regressionstherapie wurde mir klar, dass mich die Aliens schon des Öfteren besucht hatten. Ich war jedoch immer davon ausgegangen, dass es sich dabei um Geister eines ständig wiederkehrenden Traums handelt. Sie befruchteten mich künstlich. Und als ich wieder in meinem Bett lag, wusste ich sofort, dass ich schwanger war. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil ich damals eine Spirale als Verhütungsmittel benutzte und dazu noch eine Scheidung durchmachte. Bei meinem Notfalltermin mit meinem Frauenarzt stellte sich jedoch heraus, dass ich tatsächlich schwanger war. Am Abend vor der angesetzten Abtreibung betete ich dann zu Gott und bat ihn um Hilfe. Am darauffolgenden Tag war ich wieder richtig glücklich und sagte die Abtreibung ab. Hallo, ihr Verrückten! Wie ihr gerade schon mitbekommen habt, gibt es heute Abend einen ganz besonderen Stream. Es geht um Alien-Entführung. Und dazu machen wir heute die erste Nacht der Verrückten. Das heißt, zu Gast sind zwei Leute aus der Community, die sich auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Und wir wollen heute zu viert mit dem Archivar über Alien-Entführung sprechen. Wir sehen uns also um 20 Uhr auf Twitch. Bringt alle eure Haustiere mit. Ich freue mich. Bis gleich.